Unser Sohn oder Tochter, je nachdem. Süßi. Guten Morgen. Unser Tag startet meistens so, dass wir von der Katze geweckt werden. Hey Nina. Genau. Und dieser gibt mir was zu futtern. Und Nila will dann Futter haben. Und dann geht's für uns erstmal los. Und wir machen unser Lieblingsgetränk am Morgen zum Wachwerden. Das ist ein Kurkuma-Drink und ein Gerstengras. Ist richtig, ne? Gerstengras-Drink. Und danach geht's für uns dann zum Sport, Leute. Unser Start in den Tag, Kurkuma-Drink, nicht lecker, aber gesund, runter damit. Alles gelb im Gesicht. Das ist mein Verband. Das ist deiner. Ich darf nämlich aktuell kein Kurkuma trinken. Wegen der Schwangerschaft darf Jenny kein Kurkuma trinken. Ich esse was. Aber... Aber das geht für mich immer. Gerstengras schmeckt nicht so schön. Ja, Kurkuma ist hart. Aber kriegt man auch runter. Hau weg! Go, 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 go! Baby, bist du ready für Sport? Total! Let's go! Wow. Okay. Yay. Wow. Los geht's, Leute. Schatz, das sieht genial aus. Das kann man, wenn man draußen trainieren möchte, weil es in der Wohnung zu warm ist. Ich bin ein Baum. Du bist ein Baum. Wir hatten heute leider kein Glück mit unserem Car2Go. Das ist ganz direkt bei der Haustür. Das heißt, wir müssen da jetzt erstmal hinlaufen. Ist ein bisschen im Zeitdruck, deswegen konnte ich auch nur mit nassen Haaren los und habe Nila hier schon im Gepäck, weil wir einmal zur Blutabnahme müssen und ja, da muss einmal was kontrolliert werden. Und Marco ist noch irgendwo hinter mir, der kommt nicht hinterher gelaufen. Ja, und ich muss jetzt hoffen, dass wir noch rechtzeitig da sind. So, meine Haare sind jetzt fast getrocknet in den 5 Minuten. Marco hat mich eingeholt. Wir sitzen mit Nila jetzt im Car2Go. Düsen schnell zum Tierarzt. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, hier muss eine Blutkontrolle gemacht werden. Haben wir leider Snoopy vor 2 Monaten verloren in seinem Kater, weil der einen ganz schweren Herzfehler hatte. Und ja, deswegen, Nila hat immer so ein bisschen Magenprobleme, aber die hat sie irgendwie schon immer. Die übergibt sich immer regelmäßig von allem, was sie so frisst. Und da ist aber kein Tierarzt hintergekommen, was sie hat. Da hieß es immer, ist alles gut. Und jetzt will der Tierarzt auch nochmal abchecken, ob sie wirklich nur einen empfindlichen Magen hat oder irgendwas anderes hintersteckt. Wir hoffen nicht. Er sagt, er geht davon aus, dass sie gesund ist, aber muss halt trotzdem einmal überprüft werden. Beziehungsweise wir haben gesagt, wir wollen, dass es einmal abgecheckt wird. Ja. Hallo Süßi. Ja, Baby. Du Süßi. So, du bist wieder frei. Freiheit. Freiheit. Schnell raus. Nina ist wieder zu Hause. Hast du gut gemacht, ja. Wieder zu Hause. Mauzi. Jetzt bin ich die Böse, weil ich mit ihr beim Tierarzt war und du bist jetzt lieb, weil du sie rausgelassen hast. Ich bin immer der Gute.
Na, Mogeo. Jetzt gibt's gleich erstmal was zu futtern. Wir haben von TikTok zum zweijährigen Jubiläum wunderschöne Ballons bekommen. Leider ein wenig viel zu spät, weil die Post gesagt hat, ah, Heliumluftballons kann man eine Woche bei der Post rumliegen lassen, bevor sie bei uns ausgeliefert wurden. Deswegen sieht die 2 nicht mehr ganz so schön aus. Aber wir probieren dann trotzdem noch ein cooles Foto draus zu machen. Jenny stellt gerade fleißig die Kamera ein. Das wird nämlich ein Bild für Instagram. Dann seht ihr mal, wir nutzen immer ein Stativ, dann natürlich gutes Licht, gute Ausleuchtung für das gute Bild. In unserer klitzekleinen Wohnung, deswegen kriegen wir auch hier in der Wohnung ganz gute Sachen immer hin. Und dann hast du einen Mann, der sich genau vor die Kamera stellt, damit Jenny nicht weiter einstellen kann. Ja, so läuft es. Ab dahin mit dir. Okay. Du willst so schön sein wie eine 2. Dann liftet man die 2 einfach ein bisschen. Klebt euch, Leute. Klebt eure Haut nach hinten. Ja, okay. Dahinstellen. Was? Kannst du dich jetzt da hinstellen? Ich stehe doch schon. Nee, das ist hier so, oder was? Okay, fertig mit dem Foto. Können wir losgehen. Was machst du da? Ich mach mir ein bisschen was in die Lunge. Sexual healing. Sexual healing. Wow. Baby, hit me one more time. Oh Mann. Das ist so unfair. Ich finde das immer so lustig, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich schwanger bin. Ja, das ist so lustig immer. Tschüss, Ballon. Tschüss, Ballon. Du warst so schön. Oh ja, wir werden dich vermissen. Oh Mann. Kurzer Boxenstopp an der Alster. Wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt und müssen ein paar Klamotten für die arme schwangere Frau kaufen. Ja. Hier passen ihre Hosen nicht mehr. Ich habe ja jetzt so 2-3 kurze Hosen mir gekauft, aber ich werde wahrscheinlich eh nichts anderes jetzt kaufen. Ich kann ja nicht nur kurze Hosen tragen, mein Baby kommt im Januar, aber ich will gar nichts anderes außer kurze Hosen anziehen. Das heißt, ich kaufe mir eh kurze Hosen, weil man soll ja eh nicht, also eher ein paar Oberteile, weil man soll ja nicht jetzt schon für in 3 Monaten was kaufen, weil ich dann nicht weiß, wie sich mein Körper verändert, wie viel ich zunehme und so weiter und so fort. Deswegen ja, werden es heute vielleicht nochmal 1-2 kurze Hosen und ein paar Oberteile. Yeah! Ja, aber vorher machen wir kurze Pause hier, genießen nochmal ganz kurz die Aussicht. Let's go back to that little summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. Ja, Schatz, sieht schlecht aus, wa? Mit wenigstens hast du Spaß. We'll have a competition to see who can travel longer. Weiter und sonst wird das halt heute nichts. Also ich weiß, es ist ganz schwierig, wie es mit Klamotten finden. Deswegen soll's. Weiter geht's. 'Cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance until the night. But we're not coming home till the moonlight shines. Till the moonlight shines. Do 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 do.
ist jetzt erstmal eine mega, mega leckere Bowl. Ja, Maui Poke Bowl. Unser Lieblingsrestaurant hier. Nice. Mega! Also wenn ihr in Hamburg seid, probiert das gerne mal aus. Das ist super lecker hier und immer richtig gut. Kurze Mittagspause und danach wollten wir tatsächlich einmal nach Babyschüchen gucken. Wir kriegen ja ein Baby. Dann müssen wir nach Babyschüchen mal gucken. Hauptsache Marco sucht Babyschüchen für ein Baby, wo es noch gar nicht da ist. Ich will nicht das Geschlecht wissen, aber Marco sagt, wir suchen Babyschüchen. Ich bin ein Sneakers-Liebhaber und das wird unser Kind auch sein. Egal welches Geschlecht, ne? Guten Appetit. Unser Sohn oder Tochter, je nachdem. Niedlich. Dann haben wir alle drei die gleichen Schuhe. Aber ich glaube, da warten wir noch ein bisschen. Oh ja. Oder in Rosa. So viele Babysachen. Lass uns Babysachen shoppen gehen. Na Schatz, was gefunden? Oder? Kleiner Eisbär. Passt ja immer. Zeig mal deinen Babybauch. Da. Seitlicher? So? Ja. Babybauch. Ist aber noch nicht so viel, sind wir noch nicht. Aber Babybauch. Ja. Let's go back to the... Na Schatz, was hast du wieder geholt? Ja, wenn ich keine Klamotten finde, dann kaufe ich halt anders ein. Ich habe uns neue Sonnencreme gekauft und meine Gesichtscreme und Reinigungsgel. Aber keine Klamotten für dich. Nee, die gibt's ja leider nicht. Aber egal. Endlich könnte ich den Löwenbesteck kaufen. Ohne dass es dämlich aussieht, wenn wir zu Hause mit Kinderbesteck essen. Goal. Leider habe ich nichts gefunden irgendwie. Das heißt, ich muss dann nochmal losgehen das nächste Mal. Es sei denn, ihr habt gerade Tipps, wo ich für die Schwangerschaft gute Sachen kaufen kann, so auch für den Übergang, wo es auch nicht so ist, aber auch nicht mehr ganz flach ist. Also wenn ihr Tipps habt, wo ich vernünftige oder nicht ganz so preisintensive Klamotten krieg, weil ich sehe nicht ein, so viel Geld dafür zu bezahlen, wenn ich das eben nur vielleicht, weiß nicht, 2 Monate trage. Tipps her! Das war unser Tag heute. Vom Shopping her nicht ganz so erfolgreich. Egal. Aber wir hatten trotzdem viel Spaß und einen schönen Tag. Das stimmt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr gerne einen Like nach oben. Kommentiert gerne, wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt von uns, wo wir euch mitnehmen den Tag über. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja! Und was erfahren wir demnächst auch noch? Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wann? In 5 Wochen. Also bleibt am Start, Leute. In 5 Wochen ist es soweit.